Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum 1860 München Projekt. Ja. In der Liga läuft es mehr schlecht als recht. Wir haben die letzten, ich bin hier noch bei Italien, weil ich vorhin was geguckt habe. Wir haben die letzten drei Spiele alle verloren und stehen aktuell auf dem 12. Tabellenplatz. 3 Punkte vor dem Relegationsplatz und 5 Punkte vor den Abstiegsplätzen, ne? Den direkten Abstiegsplätzen. In dieser Folge müssen wir gegen Wolfsburg ran und gegen Frankfurt. Wobei ich gegen Wolfsburg eher gegen Frankfurt eher die höheren Chancen ansehe als gegen Wolfsburg. Wolfsburg wird genauso ein Hochkaräter wie Dortmund oder Hoffenheim. Und dann müssen wir mal schauen, wie es gegen Stuttgart und Union weitergeht. Ne? Wir müssen einfach mal schauen, dass wir wieder punkten. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal ein bisschen vorsimulieren. Wir haben jetzt erstmal wieder eine Länderspielpause. Das heißt, unsere Verletzten und Spieler können erstmal wieder, und unsere angeschlagenen Spieler, was von der Frische angeht, können sich erstmal wieder beruhigen. Wenn irgendwas Spannendes passiert, sehen wir uns gleich. Ansonsten sehen wir uns beim Spiel gegen Wolfsburg. Wir sind vor dem Spiel gegen Wolfsburg, die aktuell auf dem 6. Tabellenplatz sind. 6 Punkte vor uns. Aber wir haben auch gute Nachrichten. Neben Nakai, der jetzt zwar nicht besser in Form ist, aber eine neue Erfahrungsstufe hat, hat jetzt eine Grundstärke von 76. Das heißt, wenn der in Form kommt, steht er bei einer 80 und bringt uns nochmal um einiges weiter. Das bringt uns auf jeden Fall was. Jovetic hat auch jetzt gerade eine gute Form. Das heißt, Wilshere und Akman und Jalzel müssen sich halt kämpfen. Und Wilshere ist momentan der Gearschte, was diesen Dreikampf hier angeht mit Marin und Nakai. Aber ich habe auch interessante Nachrichten, was unsere Scouts angeht. Cristiano Ronaldo ist fertig gescoutet und steht bei einer 2,5 Sterne. Cristiano Ronaldo, Pacos F, A-Jugend, 2,5 Sterne, 17 Jahre und sein Potenzial wird als durchschnittlich angesehen. Schwäche im Timing, mein Kopf, weil er ist sehr variabel. Einzelspaar kann froh sein, wenn seine Distanzschüsse die Eckfahne treffen. Für Eckschüsse gibt es bessere Schützen. Sehr unerfahren. Aber bei dem Jungen, was da ist, der kann viele spielen, hat Linksverteidiger, rechts und so. Schnell zufrieden, Lifestyle-Ikone. Ronaldo Aviero, er hat jetzt schon eine Geschwindigkeit von 61, das heißt, eventuell kann man versuchen, ihn aufzubauen. Eventuell, wir können mal Vertragsverhandlungen machen, sieht keine realistischen Chancen, sich bei uns durchzusetzen. Dann haben wir noch Zlatan Ibrahimovic. Ja, zentraler Mittelfeldspieler. Er ist topfit, seine Flanken sind verbesserungswürdig, bei seinen Dribblings verzettelt er sich meistens sehr unerfahren. Er wurde in dieser Saison bereits 4-mal zum Spieler des Spiels gewählt. Und ja, da könnte man auch eventuell drauf bauen und schauen, dass man den auch verleiht. Oder ihn in unserer eigenen Jugend aufbaut. Aber die wollen beide nicht kommen, das ist das Problem. Die beiden wollen nicht kommen. Was haben wir noch für Berichte? Wir haben noch Macheco von Dortmund 2. Der links außen wechselt, ja, Maccabi Haifa, genau. Genau, und Savio von Schachtja Donis. Könnte interessant werden. Zuleihe, Club Atletico Mineiro. Nächstes Jahr ist er erst zu haben. Müssen wir halt mal schauen. Und Ibrahimovic ist ja noch nicht ganz gescoutet. Erstmal gucken wir uns nochmal kurz die Mannschaft an, jetzt hier gegen Wolfsburg. Sonst sieht das eigentlich alles gut aus. Passler kommt mit, Bogarde ist wieder dabei. Also ist eigentlich immer dabei. Und Agu ist auf jeden Fall dabei. Jawohl, von der Form her kann ich besser auf Passlack jetzt gehen. Und wir gucken auf jeden Fall nach einem Rechtsverteidiger. Weil mich nervt das ein bisschen. Die beiden sind nicht wirklich die Besten, was es angeht. Wir müssen schauen, dass wir wirklich die Besten kriegen für unsere Position. Wir brauchen eine ordentliche Verstärkung. Mindestens eine 73 oder 74 muss das schon sein. Auch wenn wir dafür wieder 4-5 Millionen ausgeben müssen. Denn nur realistische Transfers, Rechtsverteidiger. Mal sehen, was da so auf den Markt kommt. Da hätten wir von Brasilien Nathaniel, Nathan, Martinera. Aber ich will ja was vollgescoutet ist. Haben die hier schon was fertig, was vollgescoutet ist? Mitchell Weiser, ne? Wäre natürlich Erfahrung pur und einigermaßen günstiger zu haben als die anderen. Benno Schmitz und so, aber was sind die ganz jungen? Ja, dann nehmen wir die mal ins Blickfeld, die jungen Brasilianer hier. Was habe ich zu verlieren? Das Blickfeld aufnehmen. Und wir packen nicht alle bei unserem Super Scout hier. Erik Abidal, du kümmerst dich um die hier. Okay, dann ist das auch erledigt. Sonst, was hätten wir noch? Nacho Vidal, ja, Osasuna, Benno Schmitz, Mitchell Weißer, Tavernier, Marell, Montoya, das sind alles ältere Spieler, ne?
Naja, wir müssen halt schauen. Wir müssen halt schauen, wie das so läuft. Einer von den beiden muss auf jeden Fall weg. Paslak oder Agu. Und ich denke, da werden wir einen guten spielen, müssen wir schauen, für wen wir am meisten kriegen, weil beide sind sonst eigentlich ziemlich gleich stark. Wir gehen rein gegen Wolfsburg. Offen, natürlich wie immer, das Beste. Also gehen wir raus und spielen ordentlichen Fußball. Ich hoffe, dass wir das auch diesmal hinkriegen. In Dortmund ging's, aber, ne? Weißhaupt, Trainer von Wolfsburg, das heißt, hier. Yeah. Ich habe vergessen, wer war nochmal vorher? Van Nistelrooy, Van Beuten, hier, dieser Belgier oder Niederländer? Wer war das nochmal? Oh, ich weiß nicht mehr, wer war nochmal dieser. Der hat bei Bayern gespielt, auf jeden Fall. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Van Gaal war das auch nicht. Oh ne, da muss ich kurz gucken. Da muss ich kurz gucken. Das ist so. Van Bommel, bevor ich geguckt habe. Van Bommel war der Trainer. So, dann können wir auch jetzt weitermachen, das Spiel. Lukas Mal rettet in höchster Not gegen Weghorst. Der erfahrene Holländer hatte sonst freie Bahn gehabt, ja. Wir spielen aber zu Hause. Und zu Hause wäre schon geil, wenn wir wenigstens einen Punkt holen. Aber erstmal kriegen wir die erste Chance. Ecke von rechts, Beino Gittens. Erst in diesem Spiel, ja. Phoenix Surfer und Bornau liefern sich ein intensives Kopfballduell. Bornau setzt sich da knapp durch und klärt. Ja, man kennt es. Bastian Börner, der Schiedsrichter der heutigen Partie, trifft mutige Entscheidungen. Hoffen wir, dass sie nicht zu unserem Nachteil sein werden. Und jetzt kommt erstmal Weghorst, legt am Strafraum für Schlager auf. Der zieht sofort ab. Turay ist schnell unten im linken Eck und hält die Kugel im Nachfassen sicher in den Händen. Turay. 5 Sekunden sind hier zwei Bälle im Spiel und beide wird ernsthaft gekämpft. Das zeigt die Bedeutung des Spiels. Und die Ahnungslosigkeit der Schiedsrichter. Baku bedient Gibbs White. Der lässt Mai im Strafraum mit einer schönen Körpertäuschung aussteigen und sucht dann den Torschuss. Sein noch abgefälschter Schuss geht aber einen Meter am Tor vorbei. Ja, es kommt weiter nur Wolfsburg. Ecke von links. Maximilian Arnold, die erste in diesem Spiel. Die Ecke ist ein Tick zu kurz. Und kein Problem für Lukas Mai. Der den Ball unter Kontrolle bekommen und klären kann. Das geht so nicht weiter. Wir dürfen sie halt nicht jetzt die ganze Zeit spielen lassen. Komm schon. Zeig dir mal, was entgegenzusetzen. Das 29. Es passiert irgendwas. Irgendwas passiert. Gibt's weit mit einem Sprint im Mittelfeld. Er fasst sich an den Oberschenkel. Beugt sich hinunter, befühlt die kritische Stelle. Deutet an, dass er nicht mehr weiterspielen kann. Das ist natürlich sehr stark. Sehr stark bitter, so meine ich das. Ne? Also nicht gut. Oberschenkelzerrung. Gute Besserung auf jeden Fall. Gute Besserung wünschen wir dir aus München. Komm schnell wieder zurück. Maximilian Philipp kommt dafür jetzt rein. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall eine Chance. Jovetic schießt aus 17 Metern aufs lange Eck. Cassiers hält im Nachpassen. Kurz darauf ein Schuss von Traoré. Aber der Keeper pariert erneut. Erster. So, wie sieht es jetzt aus? Kurz vor der Halbzeit. Gehen wir mit den 0-0 in die Halbzeit. Wäre auf jeden Fall nice. Das Spiel wird pünktlich beendet. Wir gehen mit einem 0-0 in die Halbzeit. Das heißt, in der zweiten Halbzeit können wir alles geben. Nakai ist wieder mal nicht im Spiel. Der braucht momentan ein bisschen. So, Spielergespräche. Ja, Assistent macht das hier. Halbzeitansprache. So haben wir uns das vorgestellt. Das ist auch ein bisschen gelogen eigentlich, ne? Aber wir gehen erstmal unverändert rein. Erstmal unverändert hier. Bis auf Birki machen sich alle warm. Man kennt es von mir. Wir kriegen auf jeden Fall die erste Chance. Turay schlägt den Ball bis in den gegnerischen Strafraum. Dort gewinnt Juventus das Kopfballduell gegen Bonner. Zieht sofort ab. Cassiers dreht den Ball gerade noch bei der Ganzparade um den Pfosten. Oh, das wäre so ein geiler Start in die Halbzeit gewesen mit so einem Ding. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal die Ecke. Die zweite von uns in diesem Spiel. Juventus versucht sich da gegen Brooks mit unfairen Mitteln Platz zu verschaffen. Es gibt folgerichtig Freistoß für Wolfsburg. Ja, Börner hat das alles gesehen. Schade. So, wir gehen... Nein, erstmal kommt Wolfsburg mit einer Aktion jetzt. Freistoß durch Arnold. Maximilian Arnold, ja, wir wollen ja nicht, die haben nur einen Maximilian Arnold, ne, der andere ist Philipp Maximilian Philipp.
Lukas mal erklärt etwas zu kurz. Schlager versucht es aus Distanz, aber Turay hat keine Probleme mit dem unplatzierten Schuss. So, das Stadion ist ausverkauft. Wir gehen rein, machen einmal komplett Wechsel in der Offensive. Diesmal aber richtig rum. Ackmann kommt nochmal rein für... Ja, ich weiß nicht. Königsdörfer ist immer gut. Jovetic eigentlich auch. Ich lasse die Stürmer noch drin. Wir bringen Marien rein für Nakai. So, machen wir so ein mittelfeldmäßiger Offensivwechsel. Und wenn Königsdörfer jetzt gegen Ende nichts mehr bringt, dann bringe ich ihn nochmal in der 70. Ackmann rein. Weil Jovetic ist schon ein bisschen besser von der Form und der Kapitän kann auch noch ein bisschen Mut machen auf dem Platz, ne? Jetzt sind unsere Wechsel durch. Was macht der junge Rumäne? Kann der vielleicht jetzt ein bisschen hier drehen und leiten? Aber nein, erstmal kommt Wolfsburg. Barco nimmt den Ball nach der Vorarbeit von Maximilian Arnold schön mit. Zieht sofort ab. Turay ist schnell unten. Und hat den Ball sicher. Ey, das ist ein Monster. Das ist einfach ein Monster. Aktuell. Wir nochmal mit einer kleinen Chance. Ein gefällig vorgetragener Angriff von 1860 München. Dann Königsdörfer mit einem unkonzentrierten Abschluss, der nur zu einem Abschluss führt. Das sagt alles. Das sagt alles für Ackmann. Königsdörfer ist gar nicht on point. Warte, jetzt Wolfsburg nochmal. Mit einer guten Chance. Nein, diagonaler Ball von Arnold in den Rücken der Abwehr. Baku steht frei. Scheitert aber aus 10 Metern an Turay. Stark. Stark. 70. Minute. Jetzt kommt Rama nochmal für Weghorst. Die wechseln auch im Sturm aus. Mal sehen, was hier noch wird aus dieser Partie. Kriegen wir endlich mal keine Niederlage. Wäre auf jeden Fall sehr gut. Romero geht am Strafraumrand zu Boden. Ja, okay, man kennt es. Das war knapp vor der Linie. Dann rappelt er sich wieder auf. Hält gegen Burnup wieder leicht. Diesmal auf der Linie. Dann reklamiert er. Und Bastian Börner lässt weiterspielen. Man kennt's. Jetzt kommt Wolfsburg nochmal. Wolfsburg ist ja runter. Schöne Kombination von Wolfsburg. Über verschiedene Stationen läuft der Ball schnell durchs Mittelfeld. Aber Baku wird dann letztlich von Mai mit vollem Körpereinsatz bedrängt, dass er am Ende den Ball verliert. Gut, dass Mai on fire ist. So, Franks kommt nochmal für Diop. Wolfsburg nochmal. Ecke von rechts. Die zweite in diesem Spiel von Wolfsburg. Ecke mal Arnold. Mai klärt. Udukai gewinnt einen Zweikampf gegen Baku. Befördert den Ball vor dem Strafraum. Dort landet die Füße von Philipp, der ihn annimmt. Und dann entschlossen abzieht. Franks steht in der Schussbahn. Hält den Ball mit der Hacke ab. Turay ist chancenlos. Der Ball kullert um Zentimeter am Tor vorbei. Ja, ich hatte ein einziges Mal, dass diese Situation irgendwie doch ein Tor geworden ist. Deswegen bin ich mir da nicht mal so sicher, dass das nicht reingeht. Ne? Man kennt es eigentlich, aber ich bin mir da nicht mal so sicher. Ja. Wir sind hier in der Schlussphase. Wir kriegen jetzt nochmal eine gute Aktion. Romero reagiert nach einem Abpraller vor dem Strafraum am schnellsten. Schießt sofort aus 21 Metern. Castells ist auf der Hut und pariert sich. Ja, die Keeper sind einfach on fire heute. Die haben es drauf. Die wissen, was sie machen müssen. Und durchsichtige Aktion an der Seitenlinie. Am Ende erhält Philipp die gelbe Karte. Van der Willen kommt für Borner. Nochmal rein. Wir bringen Agu auch nochmal für Patzlack. Vielleicht kann der ja nochmal ein bisschen offensiv was bringen. Als Außenverteidiger. Oder das war jetzt der katastrophale Wechsel. Konterchance für Wolfsburg. Philipp läuft ganz alleine auf Turay zu. Schießt. Aber Turay erreicht den Ball mit den Fingerspitzen. Das ist so, der ist so sicher am 1 gegen 1. Ne? Gefühlt ist noch kein Konter durchgegangen. So, letzten 4 Minuten plus Nachspielzeit. Greift nochmal voll an. Ecke von links, Palmberg, die dritte in diesem Spiel. Palmberg, bitte, bitte. Der Ball dreht sich bedrohlich auf den langen Pfosten. Brooks kann mit einer guten Kopfballabwehr klären, ja, doch. Bitte. Nachspielzeit von einer Minute.
Ein Sieg wäre so wichtig. Schlusspfiff. Ja, egal. Wenigstens unentschieden. Gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg unentschieden zu spielen, ist stark. Auf jeden Fall. Wir gucken uns die Statistiken an. Wie sieht es aus? Ray ist Spieler des Spiels, ist natürlich klar. 5 zu 7 Chancen, ausgeglichenes Spiel. Die hatten mehr Ballbesitz. Die waren noch die bessere Mannschaft im Großen und Ganzen. Aber es ist ein 0-0. Wir gucken uns die Ergebnisse an. Bayern spielt 4-0 gegen Mainz. Gladbach 0-4 gegen Dortmund. Leverkusen 1-0 gegen Hamburg. Hertha 3-0 gegen Union. Frankfurt 1-0 gegen Stuttgart. Schalke 2-2 gegen Hoffenheim. Nürnberg 0-6 gegen Köln. Freiburg 1-1 gegen Leipzig. Und ja, Nürnberg hat verloren 0-6. Das heißt, sie bleiben und wir haben endlich einen Punkt weiter. Wir sind zwar fast Punkt gleich mit Schalke und Freiburg. Aber wir sind 4 Punkte vor Nürnberg und das ist das Wichtige. Wir sind 4 Punkte vor Nürnberg und Gladbach hat verloren. Wir können Gladbach und Frankfurt rein theoretisch nächstes Spiel wieder einholen. Mainz sogar auch, weil sie einfach eine schlechtere Tordifferenz als wir haben. Wir sind plus 2 mit 18 zu 16 Toren. Sieht gut aus. Spieltagsstatistik. Wir schauen mal. Touray ist von uns drin, aber Spieler des Tages ist Robert Lewandowski, der da noch in Bayern spielt. Läuft hart bei ihm. G, würde ich sagen. Jetzt also gegen Frankfurt, die in am letzten Wochenende am Freitag die übelste Packung. Aber ich habe das erwartet. Ich habe einfach gesagt, ja, ich glaube nicht wirklich, dass die hier großartig was reißen werden. Ich habe das wirklich erwartet. Marin darf natürlich starten mit seiner viel, viel besseren Form als Nakai. Und sonst sieht das eigentlich so sehr gut aus. Pastak auch eine sehr gute Form. Königsdörfer, ja, geht so. Aber Jovetic einfach mit einer 13er Form. Es läuft einfach hart bei ihm. Wir müssen echt mal schauen. Am besten wäre wirklich, wenn wir neben Königsdörfer nochmal so einen starken Spieler spielen können, Stürmer spielen können. Und halt die Rechtsverteidigerposition. Ja. Passlack macht das einigermaßen gut, aber auch nicht ganz. Ne? Wir gucken erstmal. Wir haben erstmal hier Begraoui. Der Stürmer von Toulouse hat eine 7,3 Millionen Bewertung. Sieht schon mal ziemlich nice aus. Eigentlich kommt man da wirklich nachdenken. 18 Spiele, 17 Tore. Kann man drüber nachdenken. Mal sehen, für was Ausstiegsklare von 3,6 Millionen. Schlagen wir natürlich zu. Da schlagen wir natürlich zu für 3,6 Millionen. So ein Schimmer vom Karat her zu holen. Schlagen wir zu. Dann, wie sieht es aus mit den Rechtsverteidigern? 2 Tage braucht er noch dafür. Dann sind wir da in der nächsten Folge, sehen wir das. Aber erstmal das Angebot für ihn. Und wenn er kommt, dann müssen wir einen Stürmer auf jeden Fall abgeben. Wenn nicht. Ja, doch, ein Stürmer müssen wir abgeben. 2 sind halt ein bisschen zu viel, weil wir brauchen ja noch Backup, ne? Und der Spieler in der zweiten Mannschaft, ich denke nicht, dass er als Backup... Okay, Papadopoulos könnte hochkommen zwischendurch. Der könnte hochkommen zwischendurch und für Yalcin würden wir auf jeden Fall das Geld, was wir für ihn ausgegeben haben, wieder reinkriegen, mindestens. Dann für Akman, der ist noch ein bisschen jung, den würde ich als dritten Stürmer spielen lassen. Und Jovetic halt als 4. Der kann ja wirklich... Der bringt ja noch was. Aber Königsdörfer ist schon wichtig mit seinen 6 Toren in 10 Spielen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass er gegen Frankfurt auch trifft. Frankfurt ist ja ungefähr gleich stark mit uns. Wir sind natürlich ein paar Punkte stärker, 30 Punkte. Sind natürlich der Favorit, weil sie auch zu Hause spielen. Aber wir wollen natürlich unser Bestes geben. Nein, wir kämpfen heute um jeden Ball. Ich will diesmal eine Kampfansage machen. Nicht immer nur, gebt euer Bestes oder spielt ordentlichen Fußball. Jetzt kämpft um jeden Ball. Wir brauchen wieder einen Sieg, um uns da von den Abstiegsplätzen zu entfernen und eventuell an Frankfurt ranzukommen, die aktuell Elfter sind. Wäre natürlich nice. So, die Partie läuft. Die erste Aktion geht an uns. Ecke von rechts, Beino Gittens, die erste in diesem Spiel. Alan gewinnt das Kopfballduell im Zentrum. Allerdings auf Kosten einer weiteren Ecke. Nice, one. Wir kriegen direkt die nächste Ecke. So, die zweite, diesmal von links. Ein türkischer Ball auf den langen Pfosten. Doch Alan beweist perfektes Timing und klärt sehr gut per Kopf. Er ist da. Er ist da. Alan ist da. Er steht eigentlich bei Frankfurt im Tor. Immer noch Kevin Trapp. Ja, läuft hart bei ihm. Gerhard Köhler, Dirk Winter und Rolf Langeberg wurden im Stadion entdeckt. Mit Notizblock und Stift gewappnet. Machen Sie eifrig Notizen über das Geschehen im Stadion. Läuft hart bei euch. Ja, die nächste Aktion gehört auch uns. Es wird eine sehr gute Chance in der 15. Minute. Weiter Einwurf von Traoré. Kevin Trapp kommt heraus und fängt den Ball ab. Wow. Wow, scheiße, Mann. Alter. Sein Versuch, einen Konter einzuleiten, misslingt allerdings und der 1860-Mission ist wieder am Ball besetzt. Aber scheiße, Mann, das war die beste Chance, die ich je gesehen habe. Dafür drei Balken-Chance. Und auf jeden Fall. Shackleton hebelt die Abwehr von 1860 München durch einen Lupfer aus. Origi steht etwa 1 Meter am Abseits und wird zurückgepfiffen. Da haben wir Glück gehabt.
Passlack dreht sich um Passlack herum, der dafür das ein Trikot testet. Gelb für den 60er. Okay. Passlack mit der frühen gelben Karte als Rechtsverteidiger, aber ich habe ja noch einen Agu auf der Bank und wenn Passlack seine Note nicht verbessert, kommt Agu wahrscheinlich schon zur Halbzeit. Und jetzt geht's weiter mit Frankfurt Angriffen. Gute Chance, schöne Kombination von Eintracht Frankfurt. Origi trifft, steht aber dabei knapp im Abseits. Kurz darauf wird ein 18 Meter Schuss von ihm abgefälscht und fliegt knapp über das Tor hinweg. Die Ecke, natürlich, die kriegen immer die Ecke, wenn der Ball abgefälscht wird und drüber, kriegen die Ecke und bei mir gefühlt jede dritte ist dann wirklich eine Ecke. Die Ecke ist eine Sache von Cresswell, der schaut lange nach der besten Anspielstation, bringt die Kugel dann hoch hinein. Udukai köpft den Ball wieder weit aus der Gefahrenzone. Ja, nice one. So, wie sieht es aus? 40. Ballgewinn für Alan, der mit gutem Einsatz den Ball auf den nassen Rasen abgrätscht. Ja, Eintracht ist da, ne? Aber wir kriegen jetzt nochmal kurz vor der Halbzeit eine Aktion. Mini-Chance für Königsdörfer. Dessen Kopfball aus 10 Meter ist aber zu harmlos. Und er verfehlt das Tor deutlich. Die Flanke kam von Jovetic. Das Spiel wird auf die Sekunde pünktlich beendet. Wir gehen mit einem 0-0 in die Halbzeit. Wie vorhin können wir wieder einen Unentschieden hier raushauen. Wäre auf jeden Fall wichtig. Wir gucken erstmal hier rein. Assistent macht das hier. Mit Passlack wurde geredet. So haben wir uns das natürlich vorgestellt. Sieht schon mal nice aus. Wir wechseln erstmal nicht. Wir gehen ohne unverändert rein. Und schauen erstmal, wie das hier läuft. Wir kriegen auf jeden Fall Jovetic eigentlich mit einer guten Aktion. Aber als er schießen sollte, schießt er sich noch einmal einen Haken zu machen, schlagen und bleibt hängen. Perfekt. 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 Ah, jetzt kommt Frankfurt mit einer sehr guten Chance natürlich. Bei denen wird das eine richtig gute Chance. Origi hat sich davon gestohlen. Er erhält eine schöne Steilvorlage von Shackleton. Im Strafraum spielt er clever den Rücken zu Mavi Didi. Der will aus 11 Meter trocken ins zu reif verlassene Tor einschieben, aber verzieht glücklich. Aber das war wenigstens Chance. Nicht so weiter Einwurf und oh, der hat der Keeper. Beste Leben, Stadion ist ausverkauft. Wir wechseln einfach. Wir wollen keine gelb-rote Karte riskieren. Nakai kommt rein für die. Wir tauschen die Offensive noch einmal aus. Und Ackmann kommt diesmal für Jovetic. Oh ne, da haben wir keinen Wechsel mehr. Jovetic bleibt drin. Und dann wird in der 61. einmal der Vierfachwechsel von den 60ern. Den Münchner Löwen. Marius Marin ist auch nicht so gut im Game gekommen. Passlack hat sich ein bisschen gefangen nach der gelben, aber ich will die gelb-rot halt nicht riskieren. Und als Verteidiger ist halt immer schwierig, ne? Jetzt kommt die Erfahrung. Die eine Hälfte kriegt die Erfahrung, die rechte Hälfte kriegt das junge Küken. Den jungen Argentinier. Okay, was heißt jung? Der ist ein bisschen jünger als Traoré. Traoré ist, glaube ich, 28 und der ist 23 oder so. Frankfurt hat seit 300 Minuten kein Tor mehr kassiert, okay. Wie sieht das hier jetzt aus? Passiert noch was? Ackmann kommt jetzt doch für Jovetic. Armin Jones kommt für Origi. Königsdörfer. Du brauchst mal wieder ein Tor nach 12 Spieltagen. Man kann nicht mehr von einem zum anderen Tor schauen. Komm, das geht so nicht. Wir spielen zwar ein gutes Spiel, aber wir lassen sie zu viel machen. Jetzt Ecke von rechts, Palenberg, die dritte in diesem Spiel. Bell versucht sich dagegen, Liga mit unfairen Mittelplatz zu verschaffen. Ja, man kennt's. Es gibt folgerichtig Freistoß für Eintracht Frankfurt. Kurz greift gnadenlos durch. Der Schiedsrichter der heutigen Partie, habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Tom Putz. Klingt auf jeden Fall putzig. Es tut mir leid. Aber diese Wortwitze kann man sich nicht nehmen. So, kommt jetzt für Estaquio. Ackmann muss gerade von einer Attacke von So an der Schulter behandelt werden. Der kommt rein und direkt beste Leben einfach. Beste Leben. Geht's hier auch mal weiter? Das ist die Frage. Noch 10 Minuten zu spielen. Vor den Augen des Schiedsrichters grätscht Maruzzi Romero von der Seite um. Putz drückt beide Augen zu und sieht nur gelb. Was? Ey, Rev, ehrlich jetzt. Knauf kommt jetzt für Fasnacht. Knaufi
ehemaliger 60er, meine ich. Läuft bei ihm. Jetzt kriegen wir noch mal eine Chance. Eine kleine Palmer probiert es mit einem Schuss aus 26 Metern zentraler Position. Doch das Leder wird stark abgefälscht, so dass Kevin Trapp problemlos halten kann. Ja. So, die letzten 5 Minuten plus Nachspielzeit gehen wir noch mal voll drauf. Aber Frankfurt kommt natürlich mit der sehr guten Chance. Agu hindert Jones erfolgreich am Flanken und klärt zur Ecke. Danke, Agu. Gut gemacht. Aber diese Ecke kommt ja natürlich noch, ne, in der 86. Ecke von rechts, Creswell, die zweite von Frankfurt in diesem Spiel. Der Ecke kommt gefährlich in den Strafraum. Der Ball landet nach einem Kopfballabwehr von Udokai, schließlich beim Aufrücken Bollard. Der schießt sofort. Touré ist unten. Und kann abwehren. Oh, du bist so ein Gott im Tor. Katze. Katze, wie wir so schön im deutschen Fußball sagen. Passiert hier noch was? Kriegen wir noch den Lucky Punch? Eine Minute Nachspielzeit. Oder spielen wir diese Folge komplett unentschieden? Da ist der Schlusspfiff. Wir spielen 0-0 gegen Frankfurt. Ich bin damit einverstanden, aber da war auf jeden Fall mehr drin. Da war auf jeden Fall mehr drin in dieser Partie. Wir gucken uns Statistiken an und schauen einfach mal. 3-2 Chancen waren wenige Chancen. Wir hatten ein bisschen mehr Ballbesitz. Da war, wie gesagt, auf jeden Fall mehr drin. Das war eine defensive Schlacht. 3000 Auswärtsfans sind mitgereist. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr nice. Dafür bedanke ich mich für die Unterstützung. Und wir schauen mal. So, Dortmund spielt 1-1 gegen Hertha. Die patzen also im Meisterschaftskampf. Hoffenheim 3-0 gegen Nürnberg. Wolfsburg 0-2 gegen Schalke. Stuttgart 2-2 gegen Freiburg. Mainz 0-1 gegen Leipzig. Köln 1-3 gegen Gladbach. Hamburg 2-3 gegen Bayern. Bayern kommt also ran auf 4 Punkte. Und Union 0-2 gegen Leverkusen. Wir sind weiter runtergerückt. Sinken momentan auf den 14. Sind aber trotzdem weiter vorgerückt, weil Nürnberg wieder verloren hat. Das heißt, wir sind wieder bei 5 Punkte vor denen. Wie gut aus Freiburg ist noch vor uns, aber Schalke ist halt durch den Sieg ein hochgerückt. Ne? Und wir können trotzdem noch durch den Sieg auf Platz 10 direkt springen. Wenn wir einmal gewinnen und sie halt weiter verlieren. Ne? Wenn sie halt weiter verlieren. Und im nächsten Spiel müssen wir sogar gegen Stuttgart. Das heißt, Stuttgart ist hinter uns. Wir können einen Abstiegskampf. Das ist der übelste Abstiegskracher im nächsten Spiel. Spieltagsstatistik, wir schauen. Von uns ist niemand drin. Spieler des Tages ist Dennis Geiger. GG. Und hier würde ich natürlich die heutige Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass